So, knapp 3 Minuten später habe ich endlich mal etwas Muni gefunden. Hier lag eine durch in der Ecke. Und der eine ist halt gestorben. Noch er. Und weiter geht's. Zum Glück jetzt nicht in Zeit. Hier. Ja, mal ehrlich, wie viele sollen denn hier noch kommen? Weil bald habe ich wieder keine Muni mehr. Ja, ich bin wieder leer geschossen. Höchstens damit ausschalten. Eine ziemlich munitionsarme Mission. So wie immer gefühlt. Wenn das Spiel einen unendlich viele Gegner vor den Land setzt. Wir sind da. Wir haben keine Zeit mehr, Commander. Wir müssen hier weg. Sie haben den Mann gehört. Alle an Bord der Normandy. Los! Anschnallen, Leute! Diesmal muss sich der Feind richtig anstrengen. Entscheidende Informationen über Kollektoren und das Omega-4-Butter erhalten. Durch Shepards Flucht kennt der Vorbote die Ausmaße unserer Fähigkeiten und muss dagegen neue Taktiken entwickeln. Muss vorsichtig sein, denn das Informationsnetzwerk des Verbotenen könnte an das von Cerberus oder Shadowbroker heranreichen. Zudem scheint es unmöglich zu sein, seine Fähigkeiten zur Vereinnahmung von Handlangern zu unterbinden. Edis Arbeit dabei war jedoch großartig und beweist. Wie wertvoll eine kontrollierte KI sein kann. Ja, Shotgun, wieder ein Beiler und so, oh, kennen. Ich habe hier einen Anruf vom Unbekannten, Commander. Sie wollen sicher auch ein paar Worte mit ihm wechseln. Shepard? Edi hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Kollektoren wieder online war. Was zum Teufel geht hier vor? Sparen Sie sich das. Sie haben uns in eine Falle gelockt und Sie sollten dafür einen verdammt guten Grund haben. Wir brauchen Informationen über das Omega-4-Portal. Dazu war direkter Zugriff auf Daten der Kollektoren notwendig. Diese Gelegenheit konnten wir uns nicht entgehen lassen. Zugegeben, aber ich mag keine Überraschungen. Schon gar nicht, wenn mein Arsch auf dem Spiel steht. Ja, ich habe sie einem Risiko ausgesetzt. Aber ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Kollektoren nicht. Und dann sind sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf ihre Fähigkeiten vertraut.
Und vergessen Sie Edi nicht. Damit konnten die Kollektoren nicht rechnen. Nie wieder, ist das klar. Sie haben nur eine Aufgabe, Information. Wenn ich denen nicht trauen kann, sind Sie nutzlos für mich. So einfach ist es nicht. Gerade Sie müssten das eigentlich wissen. Ich weiß, dass ich künftig viel vorsichtiger sein werde. Bei den Kollektoren und bei Ihnen. Für Groll haben wir keine Zeit. Die Sache wird ab jetzt um einiges härter werden. Edi hat unseren Verdacht bestätigt. Die Schiffe der Reaper und der Kollektoren benutzen ein neues System zur Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennen. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Wie stellen wir das an? Sie haben sicher bereits einen Plan. Momentan arbeitet ein Wissenschaftlerteam in einem verlassenen Reaper daran. Sie müssen dorthin und sein FFS holen. Noch ein verlassenes Schiff. Ich glaube Ihnen nur, weil ich bezweifle, dass Sie sich so schnell wiederholen würden. Das Risiko ist nicht geringer, Shepard. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem sie an Bord gegangen waren. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweise und es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe. Das würde das weitere Vorgehen erleichtern. Edi, versammeln Sie die Crew, wir haben viel zu besprechen. Natürlich, Shepard. Ich traue ihr nicht. Der Unbekannte hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen. Uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Gefällt mir trotzdem nicht. Wenn er sowas nochmal versucht, sind die Kollektoren das geringste seiner Probleme. Edi, sind Sie sicher, dass das FFS funktionieren wird? Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt. Das kann nicht stimmen. Das muss stimmen. Edi macht keine Fehler. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich irgendwo im Kern der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation. Geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Ich sorge Ihnen schon. Die Kollektoren sind nur Handlanger unseres wahren Feindes. Und wir haben alle gesehen, wozu ihre Meister fähig sind. Sie haben die Massenportale und die Citadel gebaut. Wer möchte behaupten, dass es ihnen unmöglich ist, eine Raumstation inmitten von schwarzen Löchern zu errichten? Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Brauchen ein Team. Nur weil wir den Kollektoren durch das Portal folgen können, bedeutet nicht, dass wir sie auch besiegen. Ich will erst hinterher, wenn ich weiß, dass wir dazu bereit sind. Früher oder später brauchen wir das FFS sowieso. Warum also warten? Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Je auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen. Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen. So, wieder so viel Stuff bekommen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Zurück zum Lager der Frauen. Ulgnudag, lieber Mensch. Der Clanführer hat befohlen, ich soll mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Ich kann mich kaum noch an etwas erinnern, aber der Kommandant der Kundschaft hat gesagt, Sie hätten meinen Eiern aus der Schusslinie gezogen, als ich
drüben in Railbox Lager gefangen und vergiftet wurde. Danke dafür. Wenn ich das nächste Mal die Gelegenheit habe, einen Menschen zu töten, werde ich es nicht tun. Außer ich kriege einen Blutrausch oder so. Nach meiner Genesung dürfte ich ins Lager der Frauen und das war ziemlich gut. Ich hatte mir schon überlegt, zum Bloodbag zu gehen. Und jetzt bleibe ich dort lieber. Urknot, Kundschaft der zweiten Klasse. Schamane Urknot. Verdammt, ich hasse diese Dinge, aber sie müssen das hören. Sie gehören zu Krant und sie sind sein Commander. Sorgen Sie dafür, dass er am Leben bleibt. Hier muss ich höflich bleiben und meine Rolle spielen, aber unser Volk stirbt. Für Rogana war das Leben schon immer wichtiger als die Tradition. Wenn wir als Volk überleben wollen, brauchen wir ihre laborgezüchteten Krants. Okea war zwar wahnsinnig, aber er hat einen Plan und das kann man von den meisten auf diesen Gesteinsbrocken hier nicht behaupten. Also bringen Sie Krant nach Ihrer verdammten Mission zurück. Mein Volk braucht ihn. Und sollten Sie alle getötet werden, werden Sie auf Ihren Gräbern pissen. Sie sind so klein. Molan. Es tut mir leid, aber ich verlasse dich für einen Kroganer, weil du für eine Spezies nicht besonders großzügig ausgestattet bist. Molan? Wer war denn Molan? Haben Sie Angst vor diesem Satz? Molans berühmter Online-Shop verkauft zahlreiche Lösungen dieses Problem, ohne die Anstrengung der Handelsplätze der Zitadelle, ob nur homopropärate genetische Vergrößerung oder genobiotische Xenu-Umstaltung. Molan hat ein großes Angebot. Ron spendiert Produkte. Alle Spezies und Geschlechter bestellen online bei Molans berühmten Extranet-Site. Direkt der Hotlink dieser Nachricht. Okay. Was zum Teufel, Toms? Was zum Teufel spielen Sie eigentlich für ein Spiel, Shepard? Als ich auf den Servus-Wissenschaftler gezielt habe, haben sie von Kameradschaft gefaselt und dass sie mich verstehen und jetzt arbeiten sie für Servus. An mir wurden Experimente durchgeführt, die sie nicht mehr vorstellen können. Jahrelang von Servus. Sie haben mich gefoltert, jetzt haben sie mich als Laborratte genutzt und jetzt tun sie jetzt mit denen zusammen, als wären sie eine ganz normale Söldnergruppe. Ich habe inzwischen selbst Söldner. Shepard und ich töte jedes Cerberus-Team, das ich erwische. Und wenn wir uns begegnen, werde ich das tun. Ja, viel Spaß dabei. Dem Status. Tali. Die haben wir auch noch nicht. Der Meisterdieb. Er ist noch unbekannt. Aber jetzt geht's erstmal zur Zillelel endlich. Vorher checken wir natürlich hier nochmal kurz hier das Ding ab. Denn wir sind nämlich sehr arm dran von den Rohstoffen. Sehr arm. Guck mal, ich kann mit seinen Raketen einfach leisten. Sonde gestartet. Ja, komm, eine geht noch. Sonde gestartet. Die sind zwei. Ja. Starte Sonde. Hier war gerade eine schöne Quelle. Sonde gestartet. Element Zero ist ja allgemein so extrem selten. Ich weiß nicht, ob ich dann sofort wieder forschen soll oder ob ich jetzt erstmal die Rohstoffe wieder spare. Sonde unterwegs. Es blinkt schon die ganze Zeit auf, dass wir uns wieder neue Sachen leisten können. Sonde gestartet. Das Schiff könnten wir ja auch mal upgraden, aber Sache ist, das Schiff-Upgrade kostet halt einfach so viel. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Der Zitadelle wird es erstmal wieder ein großes Wiedersehen geben. Sonde gestartet.
So, Platin haben wir jetzt mehr zu genügen, muss ich sagen, mittlerweile. Komm, eine will ich noch wegspallern hier. Na, was soll das hier? Sonde gestartet. Einen gibt's noch. Hab ich ihn irgendwo übersehen? Bist du hier irgendwo? Da. Ganz kleiner Punkt. Starte Sonde. Na, lass uns nach der Zitadelle Sachen erforschen. Sonde danach gestartet. Sollten wir wieder genug Rohstoff erstmal haben. Sonde gestartet. Ganz easy peasy. Starte Sonde. Palladium könnte ich halt wieder eine Menge brauchen. Mach mal so, nur von allem etwas. Kaufen wir uns ganz kurz wieder bei Sonden. Digga, das ist aber auch hier. Schau dich die Scheiße an. So, wir haben die Meisterdieben, Garros und die Zitadelle. Keine Ahnung, wer die Meisterdieben ist, aber wir werden es erfahren. Lang ist es her. Mittlerweile haben wir jetzt auch schon eine Menge erlebt. Wir nehmen natürlich hier noch Gauss mit. Das ist ja wichtig. Ich habe Lust auf Modin. Oder? Nee, Modin stirbt immer zu schnell. Wir nehmen Gauss mit. Aber nichts. Da sparen wir erstmal noch. Oh. Gruß. Na, haben wir nichts. Schweigen ist Gold. Schweigen ist Gold. Schön, Sie endlich kennenzulernen, Commander Shepard. Kazumi Goto. Ich bin ein Fan. Warum so geheimnisvoll? Was soll das mit dem Passwort und der Heimlichtuerei? Sind Sie in Schwierigkeiten oder so? Ich bin der beste Dieb der Branche, aber nicht der bekannteste. Ich muss vorsichtig sein, damit es so bleibt. Außerdem musste ich sicherstellen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ich habe jetzt keine Zweifel mehr. Sie sind wirklich Commander Shepard. Wurden Sie informiert? Hat Cerberus Sie über die Mission informiert? Ehrlich gesagt bin ich schockiert, dass Sie nicht früher zu mir gekommen sind. Vermutlich meine Schuld, weil ich so schwer zu finden bin. Naja, willkommen an Bord. Schön, dass Sie dabei sind, Kazumi. Können wir gehen? Ich habe nur leichtes Gepäck. Und das befindet sich bereits an Bord Ihres Schiffes. Und ich freue mich wirklich, dass Sie mir bei dem Raub helfen. Ich kann es kaum erwarten, Sie in formeller Kleidung zu sehen. Moment, was? Ich habe das Gefühl, Sie wissen etwas, das ich nicht weiß. Hat man es Ihnen nicht gesagt? Und mir werfen Sie Geheimniskrämerei vor. Ich suche nach der Greybox meines früheren Partners. Ein Mann namens Donovan Hock hat sie genommen und ich habe vor, sie zurückzuholen. Wir kümmern uns darum. Wenn Cerberus Ihnen das zugesagt hat, dann erledigen wir das auch. Es wird bestimmt lustig. Und mit etwas Glück müssen Sie nicht mal Ihre Waffe ziehen. Wir sollten das Ganze beenden. Sie sehen albern aus, wie Sie da rumstehen und mit einer Werbung reden.
Wir sehen uns an Bord. Na gut, dann sind wir zur nächsten Folge, weil auf der Zitadelle werden wir wahrscheinlich, so wie im ersten Teil, erstmal wieder 4 Folgen rumgammeln. Und somit...